Sie lesen unsere Nachrichten, unsere Beiträge, unseren Browserverlauf und sie nutzen unsere Sensoren, um heimlich Gesundheitsdaten über uns zu sammeln und zu verkaufen. Von solchen datenhungrigen Unternehmen haben wir alle schon gehört. In vielen Fällen nutzen sie unser Vertrauen aus. Aber manchmal ist ihr Verhalten auch einfach illegal. Doch waren uns die Daten erst einmal abhanden gekommen, war es oft unmöglich zu verhindern, dass sie in noch mehr falsche Hände geraten. Auf digitale Geräte und Apps zu verzichten, war bisher das Einzige, was half. Wenn du keine Daten erzeugst, kann sie schließlich auch niemand anzapfen. Denn wer hat schon die Ausdauer, um ganz alleine im Ausland gegen milliardenschwere Unternehmen seine Rechte durchzusetzen? Die alten Vorgaben zum Datenschutz reichten also schon lange nicht mehr aus. Doch jetzt wurden endlich neue und einheitliche Regeln geschaffen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Mit diesen Regeln hast du stärkere Rechte und neue Möglichkeiten, sie durchzusetzen, damit du und deine Daten fair behandelt werden. Zu deinen Verbündeten gehören weiterhin die Datenschutzbehörden, aber sie können dir jetzt noch besser helfen. Wenn du einen Datenschutzverstoß bei einem Unternehmen feststellst, es aber nicht auf deine Kritik reagiert, kannst du die Datenschutzbehörden einschalten. Früher musstest du dich dazu immer an die Behörde in dem Staat wenden, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Aber jetzt kannst du dich als erstes immer an die Behörde deiner Wahl wenden, also auch direkt bei dir vor Ort. Außerdem können die Datenschutzbehörden Bußgelder verhängen. Diese neuen, höheren Strafzahlungen können jetzt selbst für große Unternehmen sehr spürbar sein. Ein weiterer Verbündeter gegen unfaire Datenverarbeitung sind die Verbraucherzentralen. Sie können gegen Missstände bei Unternehmen klagen. Außerdem unterstützen sie dich bei Problemen und bieten Hilfsmaterialien wie Musterbriefe an. Also, lass dich von den großen Datensammlern nicht einschüchtern. Nutze deine Beschwerdemöglichkeiten und schütze dich und deine Rechte. Für mehr Filme und Infos besuche deinedaten-deinerechte.de.